Herzlich willkommen zu diesem Gespräch hier auf unseren YouTube-Kanälen, auf dem YouTube-Kanal von meinem Gast heute, Volker Schmiedl, und auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir sind alles drei Ärzte. Ich darf vorstellen: Johannes Hagen, Facharzt für Kardiologie, Volker Schmiedl, Facharzt für physikalische Medizin und Rehabilitation, und ich selber bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Es soll uns heute um das Thema gehen: Omega-3-Fettsäuren und Vorhofflimmern. Ein Thema, das gerade in den letzten Wochen für sehr viel Aufregung gesorgt hat, auch für viel Gesprächsbedarf in der Praxis. Und da wollen wir heute mit der Hilfe von Volker Schmiedl mal Licht ins Dunkel hineinbringen. Herr Schmiedl war früher Chefarzt gewesen in der Habichtswald-Klinik in Kassel. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe gerne Patienten zu ihm geschickt, auch in die Klinik. Die kamen alle begeistert aus seiner Abteilung wieder zurück. Und heute ist er tätig in der Schweiz. Und Herr Schmiedl ist ja ein Urgestein auch der orthomolekularen Medizin. Er weiß sehr viel über die ganzen Zusammenhänge, auch über Omega-3-Fettsäuren. Und er hat einen YouTube-Kanal, den ich an dieser Stelle auch sehr empfehlen möchte, den ich selber sehr schätze und der mich immer wieder auch zum Schmunzeln bringt und gebracht hat: Spaß mit Statistik. Herzlich Ja, willkommen. vielen Dank für die einfachen Worte und Grüße miteinander, lieber Markus und Johannes und alle Zuschauer an den Bildschirmen. Ich bin der Einladung sehr gern nachgekommen, um quasi mal in so einem kollegialen Gespräch einiges aufzumischen. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, legen wir gleich los und schauen vielleicht am Anfang erstmal, was sind eigentlich Omega-3-Fettsäuren oder auch Omega-6? Jetzt steht im Vordergrund, stehen die Omega-3-Fettsäuren, die Omega-6-Fettsäuren sind da ebenfalls extrem wichtig für uns. Was hat es da eigentlich mit auf sich? Warum sind die so wichtig? Ja, die Fettsäuren sind lange Kohlenwasserstoffketten und die haben teilweise einige Doppelbindungen. Und wenn die erste Doppelbindung in der dritten Stelle ist, dann nennen wir das Omega-3. Und wenn die erste Doppelbindung an der sechsten Stelle ist, nennen wir das Omega-6. Und wenn die erste Doppelbindung an der neunten Stelle ist, dann nennen wir das Omega-9, zum Beispiel die Ölsäure aus dem Olivenöl. Omega-3 wäre zum Beispiel die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl oder die EPA und DHA aus dem Fisch- und Algenöl. Und Omega-6-Fettsäuren hätten wir etwa die Linolsäure aus den meisten Pflanzenölen oder auch die Arachidonsäure, die ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt. Und diese Fettsäuren, die sind lebensnotwendig. Wir brauchen die alle. Wir brauchen Omega-3 und Omega-6. Und das Problem ist halt, wir haben heute so ein bisschen Ungleichgewicht zwischen Omega-3 und Omega-6. Wir hatten früher viel mehr Omega-3, viel weniger Omega-6, heute ist es umgekehrt. Und da kommen wir eben schon auf die biologische Funktion dieser Fettsäuren. Sie sind Vorstufen von bestimmten Hormonen, die Entzündungen hemmen oder Entzündung fördern. Ganz vereinfacht gesagt. Und wir können sagen, die Omega-6-Fettsäuren, also Linolsäure, Arachidonsäure aus den Tieren, können eher Entzündung fördern. Und Omega-3-Fettsäuren, sprich EPA und DHA aus Leinöl, nicht aus Leinöl, da sind die ALA drin, aus Algenöl und Fischöl, wirken eher entzündungshemmend. Und wir wissen heute, Entzündung ist ja auch ein Risiko, nicht nur für Rheuma oder Asthma, sondern auch für Atherosklerose und Herzinfarkt. Im Grunde sind ja chronische Entzündungen ja ein ganz wesentlicher Faktor für alles in der zweiten Lebenshälfte, auf das man gut und gerne verzichten kann. Krebs, Autoimmun und Herz-Kreislauf. Würdest du das auch so sehen? Ganz genauso. Und alle Alterungsprozesse haben mit der Entzündung zu tun. Ja. Also wir brauchen auch Entzündung, um infektiv Genau. zu werden. Entzündungen sind auch lebensnotwendig, aber nochmal, wir brauchen das Gleichgewicht. Und das ist heute in unserer Lebensweise und mit unserer Ernährung ganz eindeutig auf die Seite der Pro-Entzündung ausgeschlagen. Und das ist eben nicht gut. Wir brauchen ein besseres Gleichgewicht. Wann kippte das in der Geschichte? Das ist so in den letzten 100 Jahren passiert, durch unsere enorme Ernährungsumstellung. Und ich denke oft gern und gebrauche dieses Bild auch gerne in meinen Vorträgen an die Zeit so vor 150 bis 200 Jahren zurück.
Ja, was war da? Unsere Vorfahren waren überwiegend Bauern und Handwerker und die haben, wenn es hochkam, einmal in der Woche Fleisch gegessen. Das waren Luxusessen und sie haben aber 4 bis 5 Mal in der Woche Fisch gegessen. Das waren arme Leute essen. Ja, also die Bäche, Flüsse und Seen, nicht nur am Meer, waren voll von Fischen. Es gab damals auch schon Stockfisch aus Norwegen und aus Portugal. Und vor 150 Jahren gab es auch schon die ersten Fischkonserven. Also wir haben ein Überwiegend der Fischernährung im Vergleich zur Fleischernährung gehabt, sodass wir ein ganz, ganz anderes Omega-6 zu 3 Gleichgewicht hatten. Und ich bin gerade vor einigen Tagen noch mal provokativ angegangen worden. Ja, zu Zeiten von Goethe gab es doch gar nicht viel Fische. Ich kenne eine Dienstbotenverordnung aus der Stadt Mainz aus dem 17. Jahrhundert. Und da steht drin, man könne dem Dienstbotenpersonal nicht mehr zumuten, mehr als dreimal in der Woche Lachs zu essen. Also wir waren super mit Omega-3 versorgt. Wir müssen heute eigentlich auch alle 4 oder 5 Mal in der Woche Fisch essen, geht aber nicht mehr wegen der Umweltbelastung. Ja? Quecksilber, Pestizide im Meer und den Fischen, das geht heute nicht mehr. Ich sage heute immer, einmal in der Woche geht noch, aber mehr würde ich aus Giftgründen nicht mehr empfehlen. Und wenn wir da mehr haben wollen, müssen wir einfach ein gutes und gereinigtes Fisch- oder Algenöl zu uns nehmen. Vielleicht darf ich da gerade noch mal ergänzen, historisch. Das habe ich vor ein paar Jahren ich meine, in Haithabu gelernt. Das ist ja so eine Wikinger-Siedlung von vor etwas über 1000 Jahren. Das war damals so gewesen, dass wenn man mit einem Schiff in die Flüsse reingefahren ist, man so reinstechen konnte und die Fische rausgeholt hat. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass wirklich die Flüsse und das Meer voll war mit Fischen. Ja. Ich habe auch gelernt, wie ich jetzt auf Gozo war vor ein paar Jahren auf einem Meditationskurs, dass dort so viele Vögel gelebt haben, noch vor 100 Jahren, dass die Menschen, wenn die Vogelfleisch essen wollten, einfach blind in den Himmel geschossen haben mit Schrot und dann kamen ein paar Vögel runter. Ja, und die Vögel haben da vermutlich viel Fische gefressen, also sie hat Einfach vermutlich auch noch überrascht. viel Omega-3. Und ich kenne auch Untersuchungen, die belegen, dass das Fleisch vor einigen Jahrzehnten auch noch mehr Omega-3 enthielt als das Fleisch heute. Die Masttiere werden ja fast ausschließlich mit Sojaschrot aus Brasilien gefüttert, ja, und anderen Ländern der Dritten Welt. Die haben ja viel mehr Omega-6 und viel mehr Omega-3 als früher. Also wir machen zwei Fehler. Wir essen quantitativ ja doch zu viel Fleisch und Wurstprodukte. Und das, was wir essen, ist qualitativ auch noch viel schlechter als vor 50 Jahren. Ja, das ist ja genauso auch mit den Zuchtfischen. Das heißt, wenn wir jetzt so Lachs zum Beispiel aus den Farmen nehmen, dieser Lachs, der ist ja auch häufig dann mit pflanzlichen Produkten gefüttert worden, die eben auch deutlich weniger Omega-3 enthalten, als das natürlicherweise der Fall wäre. Weiteres Problem ist ja, dass wir doch die Meere zunehmend leer gefischt haben. Und wie will man dann ja letzten Endes der Situation begegnen, dass wir doch alle einen hohen Bedarf haben für diese Fettsäuren, aber doch immer weniger Fisch auch verfügbar ist? Ja, ich danke dir sehr für diesen Einwand. Also ich kenne Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass in den letzten Jahren wirklich der Gehalt an Omega-3 in den Zuchtfischen massiv abgenommen hat. Also darum sage ich meinen Patienten immer, ja, wir können noch Lachs essen, aber bitte achte drauf, wenn Lachs, dann bitte nur Weltlachs, niemals Zuchtlachs, auch kein Biolachs. Biolachs ist immer Zuchtlachs. Eigentlich würden wir sagen, ja, der Wildlachs, das ist doch der Biolachs. Nein, den Wildlachs dürfen wir nicht Biolachs nennen, nur bestimmten Zuchtlachs. Na, der ist dann eben mit Biofutter gefüttert worden, aber der ist dann auch mit Reis und Weizen und Soja gefüttert worden und kaum noch mit Fischprodukten. Und wie ist denn das, wie sollten wir dann, ja, sollten wir denn alle jetzt Wildlachs essen und reicht das denn für alle oder gibt es da vielleicht auch andere Quellen, wo wir dann diese Fettsäuren herbekommen? Naja, dann müsste man eben auch 3, 4, 5 Mal in der Woche ein Stück Wildlachs essen. Aber der hat dann zwar genügend Omega-3, vom Omega-3 wäre das hervorragend, aber eben von den Pestiziden und anderen Schadstoffen würde ich das heute keine mehr zumuten. Also ich sage immer noch, einmal in der Woche geht. Und ich kenne aber auch Ernährungsberater, die sagen, nein, Fisch geht überhaupt nicht mehr, muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn wir mehr haben wollen, kommen wir nicht drum herum, gute Fisch- oder Algenölpräparate zu uns zu nehmen.
Ich denke, Also das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Fisch- oder Algenölpräparate. Es gibt ja doch auch immer mehr Präparate, die aus Algen hergestellt werden. Das bedeutet, dass da ja doch verschiedene Vorteile auch zu sehen sind, dadurch, dass wir nicht so sehr mit dieser Toxinbelastung zu tun haben, dadurch, dass wir nicht so viel mit Mikroplastik zu tun haben bei den Algen. Ist es ja vielleicht auch eine Möglichkeit, dann tatsächlich zum einen ausreichend Fettsäuren zu sich zu nehmen und zum anderen auch Menschen, die sich vegan ernähren, normalerweise eine Quelle zu bieten, sich ausreichend mit diesen ungesättigten Fettsäuren zu versorgen. Oder wie siehst du das? ja, also erstmal denke ich, dass dem Algenöl auch die Zukunft gehören wird. Ich sage immer gern, wenn alle Menschen auf der Welt so viel Fischöl zu sich nehmen würden, wie es ihnen gut täte, dann wären die Meere komplett leer gefischt, dann könnte man das vergessen. Also wir werden in Zukunft mehr Algenöl haben müssen. Und ich hoffe, es wird auch mal Algenölsorten geben, die auch mehr EPA als DHA haben. Im Moment ist es umgekehrt. Ich würde den Fisch aber noch nicht ganz abschreiben. Und zwar aus folgenden Gründen. Wenn wir ein wirklich qualitativ gutes Fischölpräparat haben, dann ist es völlig frei von Mikroplastik, Schadstoffen, Quecksilber, Pestiziden. Das Fischöl der Firma, welches ich selber nehme und meinen Patienten gebe, die machen regelmäßige Untersuchungen und die Schadstoffe sind regelmäßig unterhalb der Nachweisgrenze. Also ein wirklich qualitativ gutes Präparat ist da einwandfrei. Wer da Bedenken hat, möge einfach mal bei seinem Hersteller nachfragen und sich die Schadstoffanalysen geben lassen. Bei den meisten Herstellern wird er gar keine kriegen, bei guten Herstellern wird er eine kriegen. Es gibt jetzt eine Besonderheit, wo ich sagen würde, da würde ich doch eher Fischöl als Algenöl bevorzugen. Und zwar ist das gerade die koronare Herzerkrankung. Da gibt es doch Hinweise darauf, dass das EPA doch etwas besser sein könnte als das DHA. Das DHA, soweit ich weiß, ist nicht blutdrucksenkend und wirkt sich auch eher nicht so gut auf die Blutfette aus. Da ist das EPA eindeutig überlegen. Bei Demenz oder bei allen Fragen, die die Kognition betreffen, da würde ich eher das Algenöl mit dem höheren DHA-Anteil bevorzugen. Bei allen anderen Erkrankungen wie Rheuma oder Neurodermitis wären beide Öle für mich völlig gleichwertig. Das denke ich auch, ist ganz wichtig, dass also, wenn man auf das Herz schaut, das ist es vielleicht ein kleines bisschen unterschiedlich, als wenn man auf das Gehirn schaut. Das Gehirn hat ja auch einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Auch die Synapsen sind ja, soweit ich weiß, etwa aus circa 15% DHA bestehen. Also es ist ja, was das Gehirn angeht, ist das DHA eben der wirklich maßgebliche Ja. Bestandteil. Insofern denke ich, muss man da vielleicht auch ein bisschen differenzierter hinschauen, worum geht es jetzt eigentlich, wo ist vielleicht eine Mangelsituation, wo will man vielleicht eine Erkrankung vorbeugen, beziehungsweise auch Gesundheit erhalten. Ich habe noch eine Frage zu den Quellen. Und zwar gab es ja so die Auffassung, vielleicht auch bei Menschen, die sich vegetarisch vorwiegend ernähren, Mensch, ich nehme jetzt Leinöl zu mir und dann bin ich auch gut mit Fettsäuren versorgt. Willst du da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, ob das denn so richtig ist oder Ja und nein. Also erstmal, Sie sind dann gut mit Omega-3 versorgt, wenn ich ein oder zwei Esslöffel Leinöl zu mir nehme, aber nur mit der Alpha-Linolensäure. Die Alpha-Linolensäure ist aber keine direkte Vorstufe all der wichtigen Hormone, die für Gesundheit wichtig sind. Das sind nur EPA und DHA, kein anderes. Dann wird immer wieder gesagt, ja, aber die ALA aus dem Leinöl, die kann ja in EPA umgewandelt werden. Das ist prinzipiell richtig, aber quantitativ spielt das eine so große Rolle. Es wird so gut wie nicht umgewandelt. Also ich habe mittlerweile mehrere tausend Fettsäurenanalysen gesehen, davon auch eine ganze Reihe von wirklich reinen Veganern, die wirklich seit Jahren keinen Fisch mehr gegessen haben, aber die ein bis zwei Esslöffel Leinöl am Tag zu sich nehmen. Und die hatten EPA, was wirklich grottenschlecht war. Also man sieht nicht, dass es ankommt. Es wird wirklich so gut wie nicht umgewandelt. Und gibt man denen dann ein Algenöl, dann haben die in 3 Monaten haben die Top-Werte. Und ja, auch Veganer kriegen Neurodermitis oder Rheuma. Und das wird dann auch deutlich besser. Also es reicht mit ALA, mit Leinöl allein leider nicht aus. Es wäre so toll. Ich würde mir das auch so wünschen.
Aber es geht nicht ohne. Und wenn eben der Veganer oder Vegetarier Fisch nicht mag, kein Problem. Aber dann möge er doch bitte auf das Algenöl zurückgreifen. Und besser Algenöl als gar kein Omega-3. Ja, weil nochmal, bei dem, wirklich bei dem Corona-Patienten, bei dem Herzinfarkt-Patienten, den würde ich auch als Vegetarier schon versuchen zu überreden, ob er denn nicht doch da die Ausnahme macht und das Fischöl nimmt. Die meisten machen das, ja. Und wenn jetzt eben wirklich jemand ein Hardcore-Vegetarier ist, dann nimmt er eben das Algenöl. Dann ist das Algenöl besser als gar kein. So würde ich sehen. Also, Ja. wir müssen irgendwelche Kompromisse schließen. Ja. Du hast gerade das Stichwort Top-Werte genannt. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, jetzt diese Omega-3-Fettsäuren einfach in Unmengen zu sich zu nehmen und einfach so einzunehmen, sondern dass es vielleicht auch ratsam wäre, mal genauer hinzuschauen, wie viel nehme ich denn ein und was hat das für Effekte, weil die Bioverfügbarkeit ist ja verschieden bei den Menschen. Wir resorbieren das unterschiedlich. Magst du dazu noch mal was sagen? Ja, ganz genau. Das ist sehr wichtig, dass du die richtigen Mengen ansprichst. Und das hängt natürlich individuell sehr stark ab von, in erster Linie vom Gewicht des Patienten. Natürlich, je mehr ich wiege, desto mehr brauche ich. Und zwar nach meiner Erfahrung eher überproportional. Also jemand mit 100 Kilogramm braucht nicht doppelt so viel Omega-3 wie jemand mit 50, sondern eher drei oder viermal so viel. Natürlich die übrige Ernährung. Wie ernähre ich mich sonst? Habe ich vielleicht doch ein oder zweimal in der Woche Fisch dabei? Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Verdauung spielt eine große Rolle, wobei hier kommt es natürlich in erster Linie auf Fettverdauungsstörungen an. Wenn ich also wirklich Fettverdauungsstörungen habe, die sollten natürlich abgeklärt, gegebenenfalls auch behandelt werden. Ist die Galle in Ordnung, Pankreas? Aber wenn die in Ordnung ist, dann wird eigentlich Omega-3 nahezu zu 100% resorbiert. Und wenn ich es halt ganz genau wissen will, dann mache ich die Messung. Das kann man heute im Blut messen. Man kann aus den Venenbluten messen, man kann aber auch aus der Fingerbeere da so reinstechen, zwei Tropfen auf Papier aufträufeln und das Kapillarblut messen, das ist genauso gut. Und dann sollte man einen Index, einen Omega-3-Index von 8% leicht überschreiten. Das wäre optimal. Da ist das niedrigste Risiko für Sterblichkeit, für Rheuma oder auch für bestimmte Herzerkrankungen gegeben. Dazu braucht der Normalbürger, ich sag mal jemand, der 70 Kilogramm wiegt und einmal in der Woche Fisch isst und dreimal in der Woche Fleisch isst, der braucht dafür einen Esslöffel Fischöl oder einen Teelöffel Algenöl oder die entsprechende Menge an Kapseln. Man muss immer gucken, auch jemand, der Kapseln nimmt, bitte draufschauen, wie viel brauche ich denn, damit ich auf etwa 2 Gramm EPA DHA komme? Und wenn ich entsprechend übergewichtig bin, brauche ich vielleicht auch mal 3 oder 4 Gramm EPA DHA. Es gibt ja auch noch andere Situationen, wo unser Bedarf vielleicht doch so ein bisschen höher sein kann, zum Beispiel bei chronischen Entzündungen oder auch in der Schwangerschaft, spielt es ja auch eine große Rolle, dass da eine ausreichende Versorgung stattfindet. Ja. Jetzt kommen wir, Markus und ich, so eher aus der Herzmedizin und sind vielleicht da so ein bisschen mehr drauf fokussiert. Und wenn wir jetzt da nochmal so ein bisschen genauer hinschauen, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, so der EPA-Anteil ist sicherlich sehr wichtig. Vielleicht da noch ein bisschen mehr als der DHA-Anteil. Jetzt haben wir ja doch bei den Herzerkrankungen nicht nur mit Atherosklerose zu tun, sondern auch mit Herzrhythmusstörungen zu tun. Und da gab es jetzt in der Vergangenheit so ein bisschen Verwirrung, so ein bisschen Unsicherheit auch bei unseren Patienten mit dem Stichwort Vorhofflimmern, weil da doch Informationen aufgenommen wurden, die ja ein bisschen irritierend waren. Magst du vielleicht zu dem Thema noch mal kurz was sagen, zum Thema Vorhofflimmern und Omega-3-Fettsäuren? Ja, das ist eine sehr komplexe Thematik, die man sehr differenziert angehen muss. Zunächst einmal, die Kritiker haben durchaus recht. Also es ist wirklich völlig richtig, dass unter bestimmten Umständen tatsächlich Vorflimmern, Entschuldigung, Omega-3-Fettsäuren das Risiko für Vorflimmern erhöhen können. Also man kann gar nicht sagen, nein, das passiert überhaupt nicht, das ist eine Verschwörung, das stimmt nicht. Nein, es stimmt. Ich habe da extra mal die Studienlage gesichtet, kann das auch mal gerne in der Präsentation ganz kurz zeigen. So, hier haben wir nämlich die entsprechende Meta-Analyse dazu. Macht Omega-3 tatsächlich Vorflimmern? Und
Diese Meta-Analyse, das ist ja mal eine Ansammlung von mehreren ähnlichen Studien, die zusammengefasst sind und noch einen viel größeren wissenschaftlichen Stellenwert haben. Hier nochmal die Literaturangabe dazu. Wir können die auch gerne unten nochmal verlinken, wer die Originalarbeit nachlesen möchte. Und diese Meta-Analyse zeigt ganz klar auf, in den verschiedenen Studien ist das Risiko unter Omega-3 vorflimmern um etwa 10% bis fast das Doppelte erhöht. Also die Kritik ist gerechtfertigt. Und wir sehen das hier dann an den einzelnen Studien. Also jedes Quadrat steht für eine Studie. Und wir sehen, die sind alle rechts von der Linie, die die 1 schneidet. Also das Risiko ist erhöht. Und wir haben hier im Durchschnitt eine Erhöhung von 24% oder etwa ein Viertel mehr Vorflimmern in den Omega-3-Gruppen. Das ist ja erstmal entsetzlich. Allerdings muss man wirklich ein bisschen genau sein und sagen, bei wem das erhoben worden ist. Das sind nämlich alle Studien mit ausschließlich Herzpatienten. Es gibt bisher keine einzige Studie an Herzgesunden, wo eine Erhöhung des Risikos nachgewiesen worden ist. Das ist jetzt kein Freispruch, das wissen wir nicht. Vielleicht ist es bei den Gesunden ganz genauso, aber wir dürfen einfach nicht von den Herzkranken auf die Herzgesunden verallgemeinern. Das ist schon mal der eine Kritikpunkt von mir an den Kritikern, was niemals erwähnt wird. Und ich habe mir hier so die Reduce-It-Studie rausgesucht aus dem Jahr 2019, eine der größten Omega-3-Studien. Aber da werden wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wenn wir auf Nutzen und Risiko von Omega-3 in der Prävention oder Therapie von Vorflimmern eingehen können. Vielleicht gehen wir da gerade erst nochmal raus aus der Präsentation. Volker, weißt du, ob in den Studien auch die Omega-3-Indexwerte gemessen wurden oder ist da eine feste Dosis gegeben worden und dann geschaut worden, wie ist das Risiko? Nein, in diesen Studien ist es meines Wissens nicht gemessen worden, weil die Messung ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Von der Reduce-It-Studie weiß ich zum Beispiel, da waren also über 8000 Menschen drin gewesen. Da ist es bei einem Teil der Probanden gemessen worden, nicht bei allen, aber immerhin bei einem Teil, was dann auch nochmal sehr aufschlussreiche, differenzierte Informationen zur Folge hatte. Du hast völlig recht, wir müssen eigentlich Studien haben, wo wir den Omega-3-Index messen, damit wir sehen, in welcher Beziehung steht denn die Omega-3-Menge oder der Omega-3-Index zum Risiko vor Vorflimmern. Und da gibt es zum Glück eine Studie, die das sehr, sehr präzise erhoben hat. Vielleicht kann ich dir den auch gerade nochmal zeigen. Sehr gerne. So, und da sehen wir nämlich, die Frage kommt es auf die Dosis an. Die Kritiker sagen, ja, bei hohen Dosen kann es gefährlich werden, hohe Dosen fördern das Vorflimmern, was aber nur die halbe Wahrheit ist, muss ich sagen. Ja, es kommt nicht auf die Dosis an, sondern kommt auf den Spiegel an. Natürlich, wenn ich eine hohe Dosis habe, dann habe ich die höhere Wahrscheinlichkeit, auch einen höheren Spiegel zu kriegen. Insofern ist also halb was dran, aber viel, viel genauer, und das wäre eigentlich das, was wir uns angucken müssten, wäre der Spiegel. Und das hat diese Arbeit tatsächlich mal getan. Und die haben ja eine sogenannte U-förmige Beziehung ergeben, ja. Also wir haben ja häufig so lineare Beziehungen. Also ein Faktor steigt an und der andere Faktor steigt dann auch an oder er geht runter. Lineare Beziehungen. Manchmal auch J-förmige, also alle möglichen Sachen gibt es da. Und wir scheinen bei Omega-3-Vorflimmern eine sogenannte U-förmige Beziehung zu haben. Und das sehen wir dann an dieser Tabelle. Da hat man also die Probanden nach ihrem Spiegel in Viertel eingeteilt. Also ganz schlechtes Viertel, etwas weniger schlechtes, nee, Entschuldigung, Fünftel, man hat es in Fünftel eingeteilt, mittleres Fünftel, gutes Fünftel und sehr gutes Fünftel. Und da sehen wir das niedrige Risiko. Man hat das Risiko für Vorflimmern dann gleich 1 gesetzt. Das niedrigste Risiko hatten die Probanden in der Gruppe 4 und die hatten im Durchschnitt einen Index von 9,2 bis 10,4. Da hatten sie das niedrigste Risiko gesehen. Interessanterweise ist das auch der Bereich, den ich bei allen meinen Patienten anstrebe. Und wenn dann jemand doch noch höhere Spiegel hatte, wir sehen hier, Spiegel lag über 10,4, teilweise bis 15, das ist ja schon sehr, sehr hoch, ist das Risiko mehr als verdoppelt. Und das ist das, was die Kritiker jetzt auch kundtun. Und sie haben völlig recht, das kundzutun. Was sie aber nicht sagen, wenn ich nach unten gehe, also niedrigere Spiegel,
habe ich also hier 1,9-faches Risiko, 1,6-faches Risiko und bei den ganz niedrigen auch ein verdoppeltes Risiko. Also das muss ich doch noch fairerweise dazu sagen, dass ich sage, ja, hohe Spiegel erhöhen das Risiko vor Vorflimmern, aber bitte pass auf, niedrige Spiegel, aber die sind eigentlich viel, viel häufiger, die erhöhen auch das Risiko für Vorflimmern. Und da muss ich sagen, Leute, guckt euch mal an, wenn ihr das niedrigste Risiko haben wollt, stellt euch bei einem Spiegel von 9 bis 10 ein. Dann ist es wirklich am besten. Wird aber bisher leider nicht getan. Hast du eine Vorstellung davon, wie hoch der Spiegel so in der Bevölkerung zum Beispiel in Deutschland sein könnte? Also du sagtest ja so 9 bis 10%, oder man kann vielleicht auch sagen, 8 bis 11 bis 12% ist vielleicht doch die optimale Versorgung, wenn jetzt nicht bestimmte Sondersituationen da sind, wie chronische Entzündungen, wo man vielleicht beim herzgesunden Menschen auch höhere Spiegel vielleicht anstreben könnte. Aber hast du eine Idee, wie so in der deutschen Bevölkerung die Versorgung ist? Gibt es dazu Daten? Ja, also erstmal, ich strebe wirklich keine Spiegel höher als 11%. Mehr müssen wir wirklich nicht haben. Der Durchschnitt, das wissen wir recht genau, der Durchschnitt liegt so etwa bei 5,5%. 5,5%. Und viele, viele liegen aber tatsächlich unter 4%. Also wenn ich deutlich weniger als einmal in der Woche Fisch esse, einmal im Monat oder es gibt ja welche, die mögen ihn einfach überhaupt nicht essen, gar keinen, die liegen dann wirklich in der Regel unter 4%. Und bei unter 4% haben wir wirklich ein massiv erhöhtes Risiko, zum Beispiel auch für plötzlichen Herztod. Da wissen wir, bei Spiegeln unter 4% ist das Risiko für plötzlichen Herztod vervielfacht. Ja? Wir reden hier nicht von 10 oder 20%, sondern von 4, 5 bis zum Zehnfachen. Plötzlicher Herztod ist ja ein ganz großes Thema in der Gesellschaft. Und leider wissen das wenige Kardiologen oder nehmen darauf Rücksicht und empfehlen ihren Patienten entsprechende Dinge. Das bedeutet, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man doch, dass in diesen Studien gezeigt wird, dass die Einnahme von diesen Omega-3-Fettsäuren nicht nur dazu führt, dass jetzt vermehrt Vorhofflimmern auftritt, sondern dass man da so ein bisschen genauer hingucken sollte und schon auch gucken sollte, wie ist denn eigentlich die Versorgung, was davon kommt an. Und wenn man sich die Studien so ein bisschen genauer anguckt, vielleicht willst du mit der Reduce-It-Studie da nochmal auch genauer drauf gucken, dann sieht man ja auch andere Effekte, die günstig sind, was so die kardiovaskuläre Mortalität angeht, was so die Sterblichkeit aus, ja, Herz- und Gefäßgründen angeht. Möchtest du dazu vielleicht nochmal so ein bisschen was erläutern? Ja, sehr gerne. Wir bringen jetzt nochmal die allerletzten Folien aus der Reduce-It-Studie. Und die Frage lautet ja, überall in der Medizin, egal ob ich Kamillentee gebe oder eine Chemotherapie oder Statine gebe oder Omega-3, die Frage lautet stets, wie steht Risiko gegen Nutzen? Also in dem Fall, wie hoch ist das Risiko für Vorflimmern? Das haben wir eben gesehen, bei Spiegeln deutlich über 11, 12% steigt das Risiko an. Ja, aber bei niedrigen Spiegeln auch. Wie hoch ist das Risiko aber für Schlaganfälle? Eigentlich, ich sage es mal, das Vorflimmern interessiert uns ja eigentlich nicht so sehr. Klar, natürlich, die Herzfunktion wird auch beeinträchtigt, ja. Die Herzfunktion ist immer gemindert, wenn die Vorhöfe nicht mit dazu schlagen. Aber das Hauptrisiko und weswegen wir so Angst haben vor dem Vorflimmern, das ist ja das enorme Schlaganfallrisiko. Und dann, du hast es schon angesprochen, Johannes, das andere Risiko. Wie ist es denn für andere Erkrankungen? Steigt das an? Sinkt das vielleicht ab? Und wie müssen wir das gegeneinander abwägen? Und da habe ich mir wirklich mal die Mühe gemacht, die Usage-Studie ganz genau anzuschauen und die Zahlen, die so ein bisschen in der Studie versteckt sind, da rauszuziehen. Also das ist die Veröffentlichung der Usage-Studie in dem New England Journal of Medicine veröffentlicht. Also das ist eines der ganz, ganz großen Organe der Medizin. Hier auch nochmal der Originallink dazu. Reduce-It, auch ein schöner Name, ja. So, und hier haben wir das Risiko, nach der Reduce-It-Studie ein Vorflimmern zu kriegen. In der Omega-Gruppe lag das in 5 Jahren bei etwa 3%, in der Placebo-Gruppe nur bei 2%. Das heißt, das relative Risiko, Vorflimmern zu kriegen, wurde unter Omega-3 sogar um etwa 50% erhöht. Wichtig ist für mich immer auch das absolute Risiko. Das wurde um 1% erhöht. Also wenn ich 100 Leute in dieser Studie mit Omega-3 behandelt habe, dann hat einer mehr
Vorflimmern gekriegt als in der Placebo-Gruppe. So, jetzt gucken wir uns mal die Schlaganfälle an. Das ist ja für mich wirklich der entscheidende Faktor beim Vorflimmern. Ich denke mal für viele anderen auch. Trotz Anstieg von Vorflimmern ist das Risiko für Schlaganfälle gesunken. In der Placebo-Gruppe, obwohl weniger Vorflimmern, gab es deutlich mehr Schlaganfälle. Warum ist das so? Wir haben ja nicht nur die Schlaganfälle durch die Embolien, also durch die Gerinnsel, die aus dem Vorhof abgeschwemmt werden, sondern wir haben ja nach wie vor auch noch die ischämischen Schlaganfälle, also die durch Verkalkungen, Verengungen, Verschlüsse im Gehirn stattfinden. Und da weist Omega-3 offensichtlich einen sehr großen Nutzen auf. Also, wenn ich Herzpatienten Omega-3 wegnehme oder ihnen davon abrate, erhöhe ich damit deren Schlaganfallrisiko. Da muss sich jeder Arzt oder Kardiologe darüber bewusst sein. Und du hast es schon angesprochen, es gibt ja noch ein paar andere Dinge. Herzinfarkte in der Omega-3-Gruppe nur 6%, in der Placebo-Gruppe fast 9%. Massiv mehr ohne Omega-3. Noteinweisung ins Krankenhaus, massiv erhöht, auch etwa 50% mehr. Herztod. Auch fast 1% absolut mehr. Instabile Angina pectoris, auch etwa die Hälfte mehr. Alle Todesfälle zusammengenommen in der Placebo-Gruppe etwa 1% mehr. Also es bedeutet, wenn wir Herzpatienten wie in der Reduced-Studie Omega-3 wegnehmen, erhöhen wir das Risiko zu sterben um 1% absolut. Und alle Ereignisse zusammen, Vorflimmern bis zu Todesfällen in der Omega-Gruppe nur 17%, in der Placebo-Gruppe ganze 22%. Man muss dazu sagen, all diese Patienten in der Reduced-Studie wurden leitliniengerecht mit Statinen, Aspirin und Beta-Blocker behandelt. Omega-3 kam als Add-on noch dazu. Und da kann jeder für sich selber abwägen und sagen, ach nee, Vorflimmer möchte ich nicht haben. Na ja gut, dann nehme ich die anderen Sachen dafür in Kauf. Oder auch, nee, ich nehme doch lieber das leicht erhöhte Vorflimmernrisiko in Kauf. Aber die anderen guten Dinge, die möchte ich noch haben. Und wenn ich höre, über 12%, da wird es gefährlich, na, dann bestehe ich doch darauf, dass spätestens 3 Monate nach der Einnahme, nach dem Beginn der Einnahme von Omega-3, dass mein Spiegel dann gemessen wird. Und wenn ich im richtigen Bereich 8, 9, 10% liege, dann muss ich mir da eigentlich auch keine Sorgen machen. Ja, Volker, vielen Dank. Das ergibt ja doch ein differenzierteres Bild, als wenn man lediglich so die Aussage hört, dass die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren das Schlaganfallrisiko erhöht. Also es ist ja doch wesentlich differenzierter als dieses eine Schlagwort, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ganz genau. Da wurde ein Fehler begangen, den wir leider sehr häufig in der Medizin begehen. Wir ändern einen Risikofaktor und wir glauben dann auch, dass man dann die Krankheit, die hinter dem Risikofaktor steht, ändern müsse. Das ist bei weitem nicht so. Wir brauchen also nicht nur die Risikofaktorenforschung, sondern wir brauchen auch die Endpunktforschung. Ja, ich halte es immer gern mit unserem Altbundeskanzler Kohl, der gesagt hat, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Also mich interessiert eigentlich nicht das Cholesterin und der Blutdruck, sondern mich interessiert, wie viele Herzinfarkte oder wie viele Schlaganfälle kann ich durch eine Intervention vermeiden oder nicht, egal ob ich ein Statin gebe oder ein Omega-3 nehme. Das ist das Entscheidende. Nicht die Wirkung auf einen Laborwert, auf einen sogenannten Surrogatparameter ist entscheidend, sondern die Wirksamkeit bei einer Krankheit. Das ist das Entscheidende. Ja, ist ein hochspannendes Thema, finde ich. Und es lohnt sich wirklich, sich damit so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und sich da auch reinzuarbeiten und zu schauen, was es da für Effekte gibt und was man vielleicht auch verbessern kann, wenn man so die eigene Gesundheit anschaut, ne? Ja, ich sage mal, in der Biologie gibt es kein Schwarz und kein Weiß und kein Ja und kein Nein. Wir haben fließende Übergänge, müssen differenziert betrachten und wir müssen messen. Messwerte sind für mich sehr wichtig, die helfen uns unglaublich weiter. Und dann müssen wir eben sehr komplex an die Sache herangehen. Es ist nicht einfach so, Cholesterin macht Herzinfarkte und Blutdruck macht Schlaganfälle und Omega-3 macht Vorflimmern. Diese einfachen Wahrheiten gibt es so in der Medizin fast nirgends. Und wir brauchen mehr Ärzte, die differenziert vorgehen, die nicht nur nach einem linearen Ursache-Wirkungsdenken vorgehen, sondern die
die Komplexität, komplexe Erkrankungen wie Rheuma oder Krebs oder Depression oder Atherosklerose erfassen und ihre Patienten dann auch ganzheitlich darauf einstellen. Auch auf die Psyche achten natürlich und auch auf die Bewegung und viele andere Dinge. Wir dürfen nicht sagen, jetzt gebe ich dem Patienten Statin und Aspirin und Beta-Blocker und dann ist alles gut. Nein, wir müssen viel, viel mehr bedenken. Und die Menschen wollen das ja auch so. Sie wollen ja auch von ihren Ärzten an die Hand genommen werden und Ratschläge kriegen, die über die Stent-Operation und die Aspirin-Verschreibung hinausgehen. Und ich kann nur an alle Therapeuten, an alle Ärzte appellieren, so zu denken und zu handeln. Und ich kann nur an alle Patienten appellieren, sich solche Ärzte zu suchen oder solche Informationen bei ihren Ärzten auch nachzufragen. Markus, hast du noch eine Nachfrage oder? Nein, ich bin sprachlos, ich bin dankbar. Es freut mich sehr, diese Ausführungen von dir jetzt gehört zu haben. Das war ja toll. Vielen Dank. Vielen Ja, auch Dank von auch mir. für die guten Fragen und die Atmosphäre, die angenehme kollegiale Atmosphäre. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ja, auf meiner gleich. Seite ganz herzlichen Dank, Volker. Das hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und diese Fragen stellen zu dürfen und eben auch diese fundierten Antworten zu bekommen. Vielen Dank. Dann Vielleicht alles Gute mal mit. wieder zu einem anderen Thema. Gerne. Bis dahin erstmal alles Gute und mit Alles herzlichen Gute. Ja. Grüßen. Tschüss. Tschüss.